Hallihallo, herzlich willkommen zu einer besonderen Hangi-Session mit Wirt und mit mir. Freut mich, Wirt, dass wir das Vergnügen haben, mal endlich wieder zusammen Hangi-Action zu machen. Und zwar gucken wir uns heute Starlink Battle for Atlas an. Das ist seit Dienstag draußen und ich weiß noch gar nicht, was mich erwartet. Du? Redest du jetzt einfach anderthalb Stunden gar nicht? Cool. Herzlich willkommen zu... Quatsch. zu Quatsch. nein, also Starlink Battle for Atlas, ich habe da echt Bock drauf. Ich finde, ein bisschen ist es unterm Radar jetzt gelaufen. Also viele haben das gar nicht auf dem Schirm, weil alle jetzt irgendwie Red Dead 2 natürlich erwarten, was nicht mehr lange Call of Duty spielen. Oder Call of Duty spielen oder Soul Calibur und so ganz viele andere Sachen. Ich bin gespannt. Von den Trailern, die man so gesehen hat, sieht alles ein bisschen nach No Man's Sky aus. Für mich sieht es einfach sehr generisch aus. Also ich hasse diese generischen Charaktere, die ich da sehe. Das ist jetzt schon die Wertung. Ja, ich bin da komplett, ich habe ein bisschen... Schön, dass du so siehst. Für mich ist es halt, das ist meine persönliche Meinung, das ist auch nur meine Meinung. Ich finde, es sieht generisch aus. Und ich finde, Toy to Life heutzutage im Jahr 2018, Ende 2018 noch rauszubringen, wow, genau. Zwei Jahre zu spät, würde ich sagen. Bevor wir gleich mal starten, können wir kurz darüber sprechen. Also wir haben hier auch die Figuren, denn du hast es schon erwähnt, das ist Battle, wie nennt sich das? Toy to Life. Toy to Life, nicht Battle for. Toy to Life. Und, genau, hier, da sieht man's. Und die Dinger kann man quasi umbauen und ins Spiel integrieren. Genau, die werden ins Spiel integriert. Die packen wir dann gleich auf unser Gamepad. Ich hab's mal hier in die Kamera. Nein, dann halte ich's hier in die Kamera. Die Raumschiffe an sich finde ich cool. Ich hasse nur die menschlichen Charaktere. Damit meine ich das mit generisch. Also, ja, weil das hier, das erinnert mich ein bisschen an Cowboy Bebop. Das ist hier Spikes Swordfish. Ja, da schau dir mal, wo, bisschen cool aus. Wo ist denn, fuck, hast du den anderen? Ja, genau, schau dir mal diesen Charakter an. Den menschlichen Charakter, der... Also bitte. Dich mal an. Das ist ja wirklich, also das ist wirklich ziemlich random. Du hast auch ein paar andere Figuren, aber die könnten auch aus jedem anderen. Genau. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ey, spielt ihr das auf welcher Konsole spielt ihr? Wir spielen auf der Switch und leider haben wir nicht die Star Fox Figuren, weil die finde ich wiederum cool. Das ist komisch, weil sie wärmen ja die ganze Zeit mit Star Fox. Genau, die wärmen damit die ganze Zeit. Aber und auch der Launch Trailer ist mit Star Fox tatsächlich. Mhm. Den haben sie gestern irgendwie rausgehauen. Und trotzdem haben wir keinen Star Fox erhalten, leider. Und wisst ihr, was wir auch nicht haben? Ein Hashtag, nur für uns beide. What? Oh mein Gott. Wie kann das denn sein? Ja, wir sind so unkreativ, also haut mal was raus. Oh, Olli hat einen, Olli ist im Chat. Ich hatte eine sehr gute Idee, findest du nicht? Nein, finde ich nicht. Okay. Also, kannst ja trotzdem raushauen, aber ich bin gespannt, was der Chat uns so sagt. Ihr könnt ich hab erstmal ganz neutral unter dem Hashtag RBTV und... Weiß, ich habe überlegt, was verbindet uns? Was? Hä? Säureboys? Silverboys. Silverboys? Nee, Salty Boys bin ich ganz. Salty Boys. Ich habe vorhin überlegt, was verbindet uns. Dachte an Power Rangers, deswegen Sour Rangers. Warum auch immer. Vielleicht habt ihr geilere Vorschläge. Haut ihr in den Chat oder. Ja, gut, Hashtag ist schwierig. Ja. Da haben wir noch keinen. Ja, Hashtag RBTV. Ich check jetzt alle RBTV-Hashtags. Guck mal, Saure Boys. Ist auch Saure dabei. Boys. Also, ich fand Raphaels Idee jetzt gerade von Silver Boys auch nicht schlecht, ne? Plastic Boys auch nicht so verkehrt. Plastic Wood Boys. Smaragd Boys. Smaragd Boys. Smaragd oder was ist das? Smaragd. Pokémon Smaragd. Bauern Rangers finde ich auch nicht schlecht. Bauern Rangers ist auch nicht verkehrt. Salzige Jungs. Ey, wisst ihr was? Ihr schreibt jetzt alles rein, schreibt unter dem Hashtag RBTV, ich check dann die ganzen RBTVs ab und du startest einfach mal das Spiel. Exakt, so machen wir's. So viel labern, einfach mal starten. Das ist immer so ein Problem mit uns. Aber guck mal, diese Welt allein sah jetzt schon ein bisschen nach No Man's Sky aus, tatsächlich. Mal Spiel. Normal, schwer. Was hättest du denn gern? Normal, ne? Normal. Ja, normal. Voll normal. Ich finde es schön, dass man mal so ohne Kenntnisse irgendwie rangeht an so einen Titel. Ja, keiner von uns konnte sich jetzt darauf vorbereiten. Ilias hat halt auf der Gamescom ja den Termin gehabt. Ach so, hat er es auch spielen können, ist die Frage. Nee, es war, glaube ich, nur so ein Interviewtermin auf der Bühne, wo die da ein bisschen was zum Spiel gezeigt haben. Aber darüber hinaus halt nichts. Ich habe auch tatsächlich nichts gesehen großartig auf der Gamescom oder so. Deswegen ist es halt schön, so unvoreingenommen mal ranzugehen. Mhm. Abgesehen von dem, dass die Charaktermodelle halt nicht so geil sind. Ja, alles klar. Herz für Hänger. Salzige Seebären. Star Fox. Ach, schau mal. Der ist ja. Dachte, der ist noch nicht von Anfang an dabei. Wollen wir ihn einfach spielen, wenn wir schon die Möglichkeit haben? Wir gucken uns erstmal alle Charaktere an. Genau, pass auf, wir fangen mal ganz langsam an hier. Okay, wir haben. Wie heißt der? Mason Rayner. Lame. McCloud, super. Die sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, Afro-Dame.
Der ist halt komplett der random. Ist, der ist total, Alter, aber der könnte auch 0815. Ich will nicht sagen, dass Life is Strange 2 random ist, weil das ist natürlich ein ganz anderes Spiel und so. Ja. Aber der könnte dort tatsächlich auch ein Charakter sein. Auch von der könnte ganzen, tatsächlich so sein, ja. Auch von der ganzen Optik. Der Quotenasiate. Jackie Chan ist auch dabei. Sehr schön. Der Quotenmönch. Guck mal, das ist seine Gebetskette, die er an der Schulter hat. Hunter Hacker. Schattenschlag. Eigentlich hätte ich auch ein bisschen Bock, mit dem zu spielen, um ehrlich zu sein. Oh, das ist ein random Cowboy? Elay Arbowood. Space Cowboy. Ja, er ist auf jeden Fall Kopfgeldjäger. Ja, Revolverheld. Finde ich okay. Assassine. Shade. Outlaw. Kha'Zix'n. Den finde ich auch, ja. Ein bisschen was von Drax aus Mass Effect. Oh. Judge. Sollte ich den vielleicht mal einladen zu Game Fights? Drum Solo, Razor, Fischi, hilf mir. Razor LeMay. Razor LeMay. Ja, okay, hat sich schon jetzt gezeigt, wir werden auf jeden Fall Star Fox, also Fox McCloud spielen, oder? Also, auf der linken Seite sind, glaube ich, die ganz schlechten Charaktere, bis auf Star Fox, und auf der rechten finde ich, das sind so die interessanteren. Das stimmt. Tatsächlich. Ja. Ah, also mit auch mit der Ends. Alles klar, dann spielen wir. Jo, starten wir. Der von dem Introduction-Video? Vermutlich schon. Aber er stellt natürlich alles in den Schatten, ne? Das kommt ja dazu. Ja, Airwing haben wir nicht. Ah, jetzt müssen wir die verbinden. Okay, was haben wir denn hier? Also, wir haben hier einmal den. Wir haben Starship Pack, das ist Pulse. Das ist Neptune. Ich finde, der rote sieht ein bisschen nach Cowboy Bebop aus. Ja, ich finde, der rote sieht auch cool aus, aber ist, glaube ich, auch ein ja, eigentlich so ein Formel-1-Renner, ne? Guck dir mal hier aber die Nase an. Und die Pilotin hat ja auch einen Helm, die wir da vorhin gesehen haben. Aber die Frage ist ja jetzt auch, können wir mit Fox McCloud so ein, was eigentlich hier diesem Typen gehört, dem Judge, können wir das auch nutzen? Probieren wir es mal aus. Ich öffne mal hier. Also nehmen wir den erstmal? Ja. Das ist cool. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Hier ist halt noch so Pilot-Packs, gibt's halt auch, also die einzelnen Charaktere nochmal extra. Und noch Waffen, ne? Und Waffen sind auch tatsächlich. Ja, ich bin gespannt, wie sich das verkauft. Ja, das ist halt, da gab's einige coole Konzepte, wie zum Beispiel Disney Infinity. Das ist aber tot inzwischen. Hey, Disney Infinity fand ich die Figuren halt cool, aber das Spiel an sich war einfach grottig. Naja, ich weiß nicht, ich glaube als Kind ist es total geil. Das gleiche gilt auch für Lego. Lego fand ich die Figuren so geil, die Sets auch sehr geil, aber das Spiel an sich war auch wieder meh. Das war einfach das typische Lego-Spiel. Aber ich glaube, für die Zielgruppe war es perfekt, Disney Infinity. Und Lego Dimensions ist auch noch mal geiler gewesen, weil du ja komplett auch die Umwelt und so verändern kannst. Okay. Dadurch, dass du es umbaust. Und hätte mir irgendwer das so vorgelesen vor 5 bis 10 Jahren, hätte ich gesagt, ey, das wird ein Mega-Hit. Okay. Aber auch Lego Dimensions lief nicht so erfolgreich. Kannst du mal kurz zeigen. Also wir können hier unten, glaube ich, erstmal was aufziehen. Ich weiß gerade nicht, wo. Sehen Sie hier, Profis am Ja, Berg. Wie gesagt, wir öffnen es ja gerade zum ersten Mal. Und wir haben ja nicht eine wirkliche Retail-Fassung, wo, glaube ich, dann irgendwie ein Komplettpack, wo noch erklärt wird, sondern wir haben ein Key bekommen und die ganzen Sachen dazu. Man bekommt alles nur einzeln. Ja. Ey, aber ich. Wo stecke ich. Das macht jetzt schon so ein bisschen Spaß. Wo stecke ich jetzt die Figur rauf? Also, ich habe einfach das Gefühl, Ubisoft hat es uns versäumt. Ja, ich glaube tatsächlich, die haben es uns versäumt, das Aufsteckset mitzuschicken. Echt jetzt? Womit wir das dann an den Controller anstecken können. Cool. Wir haben es aus der Originalverpackung genommen. Super. Also es sei denn, du findest jetzt was, nee, wo wir es anstecken dabei können. Ich sehe es leider nicht. Aber weißt du, was clever wäre, wenn sie das bei jedem dazu packen würden? Ja. Eigentlich. Weil es kann ja tatsächlich sein, dass du dir das als Key-Version holst und dann holst du dir die Dinger noch einzeln. Genau, also du brauchst irgendwie ein Starter-Kit, wo du dann halt dieses Modul hast, wo du es ranstecken kannst. Okay. Aber schade. Das fehlt anscheinend, ne? Die Frage ist aber, du kannst ja sicherlich auch ohne spielen, oder nicht? Probier's doch mal aus. Jetzt nehmen wir mal. Nehmen wir mal den. Nimm noch mal einen Airwing. Kannst du die Waffen aufstecken? Ja, gut, die haben wir jetzt eh nicht. Aber wir können hier trotzdem was ändern. Ach komm, wir lassen erstmal alles so, wie es ist. Es bleibt ja alles so, wie es ist. Lassen wir es krachen. Äh.
Ach so, okay. Also guck mal, ich kann hier eine extra Kanone anbringen. Ich muss hier anscheinend alles... Ich muss einfach so tun, als wäre es gerade was du machst. Willst du die links oder rechts haben? Welche ist denn das genau? Das ist die wie eine BFG aussieht mit drei Läufen. Die rechte. Ach, dann. Genau. Okay. Okay. Dann hier, Flügel. Flügel ist vorgegeben. Ja. Ich nehme einfach mal... So das ja einzelne Module sind, kann man natürlich auch die Waffen und so mischen. Also ich glaube, die Piloten, die Fahrzeuge, die Bewaffnung, die kann man ja alles mischen. Und das hängt dann alles danach hier über deinem Gamepad. Ganz schön viel, ne? Das ist doch ganz schwer dann, oder? Das wird schwer, aber überleg mal den Piloten. Guck mal, ich tue einfach so, als hätte ich's. Wir tun einfach so, als hätten wir es. Wir müssen improvisieren. Weil ich habe Angst, dass ich es kaputt mache. Okay, dann halte ich es. Siehe Cyberpunk. Erzähl das nicht nochmal. Okay, ich habe jetzt die Pilotin oben raufgesteckt als Waffe. Vielleicht funktioniert das dann dadurch besser. Hier, ja. Die steckt da jetzt. Eigentlich müsste sie direkt hier drunter sein. Da drunter. Und dann ist hier noch eine Halterung. Da kann ich die dann auch reinstecken. Und die Halterung packt man dann auf den Controller. Aber die Halterung haben wir nicht. Kann die Pilotin hier rein. Piu. Cool, ne? Also gut durchdacht. Aber... Ja, wenn uns jetzt Sachen fehlen. Aber man sieht ja, es funktioniert trotzdem. Haben wir ein Spielzeug. Also du hast jetzt doch Puls genommen. Nicht Airwing. Wozu sind die? Doch, Moment mal, ich hab links. Ich hab halt links eine andere Waffe als rechts auch und so, ne? Also, mhm. Okay. Easy. Mal schauen, ob es funktioniert. Ich bin gespannt. Okay, Judges Herkunft wollen wir herausfinden. Judges Herkunft. Ist das ein interessantes Design mit dem Rad da? Wir sind da. Atlas, Juwel der Plejaden. Seht mal. Willkommen in Atlas. Mann, dafür kriege ich so viele Klicks auf der Erde. Ich hasse ihn. Kriegst du nicht. Levi, niemand soll hiervon erfahren. Und genau das will ich ändern. Chase, Levi, einer von euch muss Hunter bei der Eskorte helfen. Okay. Hey! Er sagte einer. Das ist Logan Paul. Oh, ja. Komplett. Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, Mann. Beziehungsweise Edis Pen & Paper Charakter. Unglaublich. Ich fasse es nicht, dass ihr das schon ein ganzes Jahr macht. Unsere dritte Reise. Und es wird nicht langweilig. Zuletzt Solkioni. Jetzt Atlas. Das Artefakt, das wir hier suchen, könnte den benötigten Durchbruch bringen. Wir sind dichter dran denn je. Ich weiß es. Annäherungswarnung. Halten wir die Ohren ein. Hola. Hört ihr mich? Was ist los? Haben Sie es? Yep. Aber die werden nicht gern beklaut. So empfindlich. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Sie schafft es nicht. Schickt Star Fox los. Wir kommen. Bin auf der Brücke. Judge, nimm Mason mit dir zum Hangar. Ich brauche Zeit, um die Maschine zu aktivieren. Sicher? Soll ich dir im Reaktor helfen? Wir haben Starlink noch nie benutzt. Zeig ihnen, was es kann. Nimm mein Schiff. Du bist bereit. Okay. Das ist schlimm.
Yeah, die interessanten Charaktere. Seht ihr das, Leute? Ja, aber ist ja kein Wing-Commander. Sieht aus, als wären sie unterlegen. Wisst ihr, was ich glaube? Absolut, aber negativ. Wir sind aus einem Grund hier und nur aus einem. Wir sollen das nicht. Ah, ich hätte auf Corneria in Rente gehen sollen. Das ist jetzt Fox McCloud. Okay. Okay, Fox, wir sind nah genug, um sie zu erreichen. Ich stelle dich jetzt durch. Identifiziert euch. Wer dann kann ich schießen. Wie geht's? Achso, aufladen. Wir sind Star Fox. Okay. Und wir dachten, bei diesen Typen wird vielleicht unsere Hilfe gebraucht. Woher kommen die denn bloß? Wir könnten noch ein paar Schiffe gebrauchen. Team, was meint ihr? Sie scheinen freundlich gesinnt. Außerdem scheinen wir dasselbe Ziel zu haben. Vielleicht haben wir gar keine Wahl. Okay, dann haben wir wohl neue Flügelmänner. Durch, Shade, wir sind unterwegs. Mach's gut. Ich versuch, den kleinen Bruder zu spielen, ja, der gerade mitspielt. Okay, ich bin gegengeflogen, das war nicht so geil. Hast du die ganze Zeit so komischen Geräusche? Ist düd, düd. Wirklich? Ah, ich habe aber rechts tatsächlich nur so, dass ich schneller bin. Da hätte ich mal lieber eine richtige Waffe nehmen sollen. Ich kann jetzt nur mit dem linken Trigger hinten schießen. Und es lädt auf. Ich find's super, wie Fox unten links die ganze Zeit reagiert, so wie Muppet. Das finde ich großartig. Na gut, er lenkt das Ding ja gerade, aber es sieht echt merkwürdig aus. Kann ich echt nur hier und hier mitschießen? Schade. Ah. Nur Barrel! Okay, das war schon mal gut. Da ist ein Schild. Ich wollte gerade sagen, ich steck den neuen auf. Ja, geil, ich hab ein Schild. Heute nicht. Genau, vorhin wurde gefragt. Achso, das ist meine, sorry. Vorhin wurde gefragt, wozu man denn dieses Spielzeug quasi überhaupt braucht, wenn man halt das auch alles so entscheiden kann. Ich glaube, das ist vor allem dazu da, dass du während des Spiels die Waffen wechseln kannst, oder? Genau. Was wir jetzt nicht können, was mich auch echt hart nervt gerade. Kannst du gerade nichts machen? Sorry, ich fürchte, das geht nicht. Ja, guck mal, ich hab ein Schild. Denn das hier. Das ist die ganze Zeit irgendwie eine Vibration vom Handy oder so. Ja, stimmt. Aber wie fühlt es sich an, so fliegen? Also ist es schon ein bisschen mehr wie Star Fox oder? Ja. Oder ist es. Hast du Battlefront 2 gespielt? Ja, ne, damit kannst du es nicht vergleichen. Okay. Battlefront 2 finde ich halt. Also, wenn man kann ja viel sagen über Battlefront 2, aber das ist richtig geil. Wie sie da das Fliegen gemacht haben, das finde ich ist der geilste Part in dem ganzen Spiel. Das ist sehr, sehr genau und das hier eben nicht. Also das ist auch gut, das sehr ist vereinfacht. Ich würde es mit für das jüngere Publikum, ne? Auch hier wieder vergleichen tatsächlich mit No Man's Sky. No Man's Sky habe ich das Fliegen gespielt. Ziele zerstört. Das bereue ich irgendwie auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich guck mal, wie viel die Starlink-Charaktere kosten. Das Ziel und Starlink ist generell. Macht das. Okay, es gibt das Starlink Starter Pack. Das kostet 80 Euro. Oh, warte. Okay, gucken wir jetzt mal. Hey, gute Arbeit, Frischling. Danke. St. Grant, wie läuft's da unten? Bin fast soweit. Sie müssen noch ein paar Minuten durchhalten. Bruch in Reaktorhülle. Alle Mann zum Schiff! Ist mir die Antwort. Unterwegs, nur. St. Grant. Thank you.
Hölle! Fraser, was ist da los? Er ist weg! Wir haben Sid Grant! Was? Nein! Alle Einheiten festhalten! Wir gehen runter! Hui. No. No. Equinox-Piloten, bitte melden. Die Equinox ist abgestürzt. Hä? Alle Einheiten, melden. Leute, ich bin hier. Ich habe überlebt. Hört mich jemand? Ich wiederhole. Equinox abgestürzt. Alle Piloten, bitte melden. Es kommt nichts durch. Zu viele Interferenzen. Aussteigen und flippen, wieder Master Chief. Die Triebwerke sind aus. Ich laufe wohl auf Reserveenergie. Ich finde, seine Stimme passt nicht so ganz. Nee, finde ich auch. Die könnte ein bisschen rotziger sein, wie zum Beispiel von Rocket Raccoon oder so. Ja. Das wäre ganz charmant. Also ich habe jetzt nachgeschaut. Das Starter Pack, das von Nintendo, kostet 80 Euro, von den anderen auch 80. Aber nur in das... Switch-Fassung gibt es natürlich Star Fox bzw. den Airwing. Ich glaube, da ist dann auch die Befestigung dabei. Controller-Aufsatz hier ist er. Die Frage ist, ist da der. Ist das Spiel schon dabei? Nein. Doch, das Spiel muss doch. Das Spiel ist dabei. Steht hier. Aber dann geht doch 80 Euro mega klar. 80 Euro? Ja, wenn, also ohne wenn man bedenkt, das Spiel eigentlich 60 Euro. Videospiel mittlerweile 60 Euro kosten. Ja, eben, wie viele Figuren hast du dabei? Du hast dann. Ein Airwing, zwei Figuren und zwei Waffenaufsätze. Es geht mehr. Also, bin ich jetzt noch überrascht. Und du hast den Controlleraufsatz, damit wir diese Dinger hier raufpacken können. Und ich, hey, Leute. Ich empfehle Elementkombinationen. Weil viele im Chat eher ernüchtert sind gerade, man muss auch dran denken, das Spiel ist vor allem hauptsächlich an ein jüngeres Publikum gewendet. Ne? Also, das ist jetzt, wir sind nicht die, nee, wir sind die Hauptzielgruppe. Tja, das ist, glaube ich, so die. So Skylanders-Zielgruppe. Das hier würde ich sagen. Alter. Und diese Raumschiffe an sich, die Sets, die das, was ich jetzt hier zum Beispiel in der Hand habe, das kostet 30 Euro. Und ich habe jetzt auch, glaube ich, habe eine Vermutung, wieso es so viele verschiedene gibt, weil du brauchst ja an sich ja nur das Hauptspiel, um jetzt das zu spielen. Mhm. Ich glaube, das sind so DLCs. Ah, okay. Kann ich mir vorstellen, dass du zum Beispiel jetzt eine Mission nur mit diesem Raumschiff hast oder zu dieser Person, kommst du dann nur mit dem. Kann ich mir halt vorstellen, kann ich jetzt nicht sagen, weil wir es nicht testen können. Uns fehlt der Controlleraufsatz. Und die Waffen sind aber cool. Ich probiere gerade ein bisschen aus. Du hast es geschafft. Du hast dich als Letzter gemeldet, aber ich habe keine Sekunde an dir gezweifelt. Der ist auch immer her. Geht's allen gut? Fox, richtig. Wir wurden angegriffen. Wer immer uns angegriffen hat, hat unseren Captain entführt. Wir wissen eure Hilfe zu schätzen. Tja, damit werden die nicht davonkommen. Na los, machen wir sie fertig. Unmöglich. Die Freaks, die St. Grant haben, haben auch unseren Reaktor. Und ohne Treibstoff für den Reservereaktor fliegen wir nirgendwo hin. Hm, es muss doch etwas geben, das wir tun können. Vielleicht ja. Ich habe unsere Technik mit ihrem Schiff verbunden. Schau mal auf deine Karte. Hier fragt jetzt jemand. Warte, hier fragt jetzt jemand, ob das Schiff auf dem Controller bleibt beim Zocken. Theoretisch schon, bei uns gerade nicht, weil uns der Aufsatz fehlt. Ja, das ist echt ein bisschen schade. Also wir haben halt nur die einzelnen Schiffe, aber uns fehlte das Starter-Kit. Ist das Spiel auch ohne Spielzeug spielbar? Machen wir gerade. Ja. Der Rest des Planeten ist bis jetzt nicht kartiertes Territorium. Razor, ich orte ein Alien-Signal in der Nähe. Glaubst du, da draußen ist jemand? Wir sollten mal nachsehen. Du kannst die Karte auch mal drehen. Jetzt sieht man nicht viel, aber sobald wir mehr erkundet haben, wird das definitiv hilfreich sein. Oh, okay. Nett. Aber ansonsten sind die Spielzeuge recht gut verarbeitet. Das Schiff sieht echt gut aus. Die Figuren sind sehr klein. Von einer Sache da draußen weiß ich schon mal. Ist okay. Ein Haufen Killerroboter. Wir sind zwar erst eine Woche hier, aber wir haben einige von denen erledigt. Mit diesen Dingern kann man nicht diskutieren. Das reinste Ungeziefer, wenn ihr mich fragt. Ja, also die sollen nur kommen. Das sind erstklassige Trainingsziele. Die Frage ist, muss ich jetzt hier links rum oder? Ich probier's mal. Ja, und Steuerung ist auch relativ einfach. Also auch nicht irgendwie
frustrierend oder so, dass der irgendwie was ganz Eigenes macht, sondern es macht schon Spaß. Okay. Sehr direkt. Kann ich schon mal nicht meckern. Und was das Setting angeht, ist mir gerade auch so in den Kopf gekommen. Das ist immer noch Nomad Sky. Ist natürlich schwierig, sich da noch abzuheben, großartig, ne? Also, ja. Du hast halt irgendwie alles gesehen. Es wurden schon so viele Planeten und so viele Welten. Das Problem hat zum Beispiel auch Star Wars. So ein bisschen. Und ich meine, das ist fucking Star Wars. Selbst die arten halt nicht komplett aus, was Planeten das angeht. Also, da siehst du nicht so Planeten wie bei Interstellar oder so. Einfach mal Hallo sagen. Wir sind hier, wenn was ist. Sondern dann gibt's halt schon mal einen Feuerplanet, dann irgendwie einen Wüstenplanet. Ja, ein bisschen simpler. Wie gesagt, das ist, glaube ich, eher für die jüngere Zielgruppe. Genau. Das Waffenpack kostet 12 Euro und die Figuren kosten 8 Euro, den Piloten halt. Okay. Also, da kommt schon einiges zusammen, wenn man alles haben möchte. Ich suche doch Thicket. Pah, wo ist mein Assistent, wenn ich ihn brauche? Ich heiße Fox. Ich brauche Treibstoff und dachte, hier könnte man mir vielleicht helfen. Hm? Oh, sorry. Mein vermisster Assistent hat mich ganz verwirrt. Ist hier zufällig ein so blättriger Typ herumgeirrt, hä? Den haben wir im Ausbaumenü gesehen. Aber vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Thicket sollte ein Signal platzieren und er hat es neben einen Springerstock gesetzt. Die Sterne wissen, wo er ist, aber der Stock muss da weg. Dann kann ich mit Treibstoff helfen? Der klingt viel zu alt, ey, irgendwie. Wie so ein alter Herr. Gut. Man kann es anscheinend auch im Koop spielen, aber dann braucht der zweite Spieler auch so ein. Ja. So ein Gerät, womit man die Raumschiffe raufpacken kann und das kostet auch nochmal 20 Euro. Ja. Auf Corneria hat er viel Ärger gemacht. Und jetzt ist die Rechnung fällig. Keine Sorge, Leute. Sobald wir von dem Planeten runter sind, räuchern wir ihn aus und lassen ihn bezahlen. Alles klar. Naja, sobald wir die Equinox repariert haben, suchen wir unseren Anführer. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Willst du hier mal rumpeitschen? Bisschen? Hey, wie war das noch? Ja, ich das bin gerade voll mit Spielzeug, aber... Oder? Ich würde nämlich auch mir das Spielzeug mal genau angucken. Ja, mach das mal. Von aller Liebe, wow. Nerven mich am meisten. Die beste Art, mit ihnen umzugehen, ist, naja, gar nicht mit ihnen umzugehen. Dir sollte man kein Spielzeug geben. Verbrennen funktioniert. Feuer, auch keine Technik. Mir gefällt, wie du denkst. Okay. Nachdem wir jetzt mit Starlink ausgerüstet sind, haben wir jede Menge Optionen. Ich kann nur über dir. Mit dem Flammenwerfer. Kann nur ein bisschen hovern. Übrigens scheint Lara Loft hier mit zu synchronisieren. Sagt zumindest der Chat, die Grauhaarige. Lara Loft, die Grauhaarige? Ja. Okay, hab ich schon gedacht. Was ist das da vorne für ein Ding? Eine Art Turm. Wer ihn wohl erbaut hat? Ah, wie lange muss ich hier raufballern? Die überhitzen, ne? Du kannst aber auch, wenn du willst, die Waffen nochmal ändern, ne? Also im Menü. Mhm. Weil ich hab das vorhin auch, wir können ja mal ein bisschen gucken, wie vielseitig auch die Waffen sind. Ey, ich frag mich auch gerade, gibt's überhaupt noch Skylanders? Macht das eigentlich überhaupt noch? Top nicht, ne? Was? Skylanders? Also die machen soweit. Das letzte, was ich mitbekommen habe, war auf der vorletzten Gamescom, also nicht dieses Jahr, sondern 2017, dass sie da dann Crash Bandicoot und die ganze Bande dabei hatten. Ah, ja. Und ich glaube, Spyro wurde auch eingebaut. Spyro war am Anfang an dabei. Ja. Spyro, das war ja Spyro Skylanders oder sowas. Ach ja, stimmt. Nee, stimmt, der war von Anfang an, aber die ganze Crash Bandicoot-Suppe, die kam halt dazu. Ich weiß halt, Crash Bandicoot kam, glaube ich, in der Netflix Skylanders-Serie vor. Es gibt eine Netflix Skylanders-Serie? Mhm. Spieltechnisch weiß ich halt, die machen jetzt noch. Mit den Leuten von Kanto hast du jetzt ein Spiel. Mhm. Weitere Spielzeuge kamen ja nicht. Also interessant war es einfach nur ganz kurz, wirklich ganz kurz interessant, als ein Nintendo-Charakter bei Skylanders vorkam. Ach, das sind Waffen. Ja, fliegt in die falsche Richtung. Hast du gesehen, was hier so ein Waffenset kostet zum Beispiel? Weil das sind jetzt, hier sind zwei Waffen drin. Ja, Waffenset kostet 12 Euro. Boah. Und die Figuren, die Piloten kosten 8. Die sind ja mega klein. Ich weiß gar nicht, was die Mission ist. Ich folge mal dem Ausrufezeichen auf der Minimap. Ja, ich würde gerne mal wissen, was, wie die ganzen anderen so laufen. Also wie du sagst, Skylanders, Lego Dimensions, okay. Lego Dimensions ist tot. Ist das auch tot? Das ist eingestellt worden. So wie auch Disney Infinity. Deswegen eigentlich mutig, dass Ubisoft sowas macht. Oh. Dass die da auch einsteigen. Achso, ich dachte, wir explodieren. Feindanalyse abgeschlossen. Strukturelle Schwäche identifiziert. Ich nähere mich ziemlich sicher dem Stock. Da kommen die Springer also her. Ja. Dieser Baum muss sie kontrollieren. Das nenne ich eine Party.
Oh, Strafstand. Okay. Also interessant wäre es natürlich gewesen, wenn die ganzen Piloten noch aussteigen können. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Es sind so viele! Ich glaube, es ist tatsächlich nur Fliegen. Also ich habe auch in dem ganzen Gameplay-Trailer und so, die ich mir angeguckt habe, nur so Flug-Action gesehen. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren, als das angekündigt wurde, sagte ich noch so, oh ja, das sieht interessant aus. Irgendwann sind die ganzen Lego Dimensions-Dinger schon irgendwie zu lange auf dem Markt waren, immer mehr Sets dafür kamen. Toy to Life dann auch wirklich fast tot war und jetzt das. Und dann denke ich so, Ist ein bisschen spät dran, ne? Bisschen spät. Aber gut, dass sie es noch durchgezogen haben, nicht eingestellt, das finde ich aber auch schön. Relativ gut für die Entwickler. Achso, ich wollte mal gucken, wer das überhaupt entwickelt hat. Also, welches Studio von Ubisoft? Montreal. Ah, Shanghai. Wunderbar. Kein Toronto. Schock, keine Springer, so mag ich das. Wie versprochen habe ich hier etwas Elektrum. Okay, die Charaktere wirken aus der Kanadisch. Nova? Nicht. Woher kommt der Wertegast nochmal? Ey, bei Ubisoft sieht man ja eh nicht durch, bei den 5000 Studios. Ja, da sitzt ja jedes Studio irgendwie an Far Cry 5 mit dran und... Weil jetzt sich auch, die haben For Honor mitgemacht, Far Cry 5, Watch Dogs 2. Aber For Honor hat ja einen neuen Patch bekommen, beziehungsweise ein großes neues Update. Hab ich gesehen, ich habe echt überlegt, ob ich reingucke, weil ich mochte. Ist ja Free-to-Play auch. Ich mochte For Honor extrem. Ah, ich war recht enttäuscht am Anfang. Oh, wir müssen Werbung machen. Okay. Nein, aber wir gehen gleich darauf ein. Dann packen wir den Rest aus, damit es nicht so nervt während der Sendung. Und dann sind wir zurück mit Starlink Battle for Atlas. Du schießt hier noch ein bisschen rum, oder was? Bleibt also dran, gleich geht's weiter. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play auf dem Hengi-Channel. Und zwar spielen wir, wie siehst du nochmal, Starlink. Ey, man muss schon sagen, Starlink ist so ein bisschen schon so ein Titel, der ein bisschen generisch ist. Sehr generisch. Also wenn Fox, Star Wing, genau, Star Wars. Heißt der Bethesda-Titel, der kommt, der heißt auch immer mit Star. Star Citizen, nein. Nee, oh, warte, Starfield, glaube ich. Starfield war es. Alles mit Sternen. Also, Star Wars, Starlink, Battle for Atlas, ein Toy-to-Life-Game von Ubisoft, das vor 2 Tagen erschienen ist. Und ja, Sandro packt gerade hier alles aus. Also, ich, ganz im Ernst, wäre ich ein kleiner Bub, 12 Jahre alt, also mega. Vor ein paar Jahren. Mehr brauche ich nicht. Also das ist kein Problem. Ich glaube, damit kannst du dann wirklich lange Spaß haben. Ich weiß natürlich nicht, wie groß das Spiel dann noch ist. Aber schon mal eins vorweg, wenn ihr es kauft, dann bitte mit Starter-Kit, weil sonst bringen euch die Figuren oder die Flugzeuge euch nichts, weil ihr die nicht befestigen könnt. Wir haben tatsächlich so ein Befestigungsding für Xbox, also für Xbox One, aber das bringt uns ja nichts. Das bringt uns ja nichts. Also hätten wir eigentlich auch einen Xbox One Key bekommen müssen. Danke. Dann schicken wir uns einen Switch-Key. Danke für nix, Ubisoft. Nein, ist natürlich nett, aber... Ubisoft hat alles richtig gemacht, die PR-Agentur. Aber egal. Ihr seid super, Ubisoft. Wir lieben euch alle eigentlich. Macht ein neues Splinter Cell, bitte. Aber egal, jetzt kommen wir zurück zum Spiel. Und bitte auch Prince of Persia. Das habt ihr doch auch noch. Ah ja, das war ja Prince of Persia. Das war nicht schlecht. Aber bitte nicht wieder mit Jack Gyllenhaal. Aber ich finde es interessant, wenn man sich mal den Markt von Ubisoft anguckt, also was die so für Titel machen, sind die extrem breit aufgestellt. Die sind breit aufgestellt. Ja, halt wirklich, das war auf der einen E3 total verrückt, da hast du wirklich zu jedem Genre gefühlt irgendwas gehabt. Du hast so Rollenspiele hier South Park 2 gehabt, dann hast du so einen Titel wie Starlink, dann hast du Rennspiele wie The Crew 2, dann hast du natürlich noch Assassin's Creed als Riesenmarke, die jetzt zur RPG-Marke wurde. Und dann hast du die ganzen deutschen Spiele. Die ganzen deutschen Titel, also auch im Taktikbereich und so hast du extrem viel Strategiespiele. Hast auch noch Fürs Herz, Beyond Good and Evil. Ja, es ist wirklich komplett breit aufgestellt. Wirklich clever. Und die haben sogar, wie gesagt, Multiplayer-Titel haben sie ja mittlerweile auch für sich gefunden. Mit Rainbow Six angefangen, For Honor. Und ich glaube, die haben immer noch ein bisschen Probleme, ihre Multiplayer-Spiele am Anfang durchzusetzen und zu etablieren. Das hat richtig lang gedauert, ne? Rainbow Six hat Jahre gebraucht, bis es auch mal bei mir Anfang gefunden hat. Beziehungsweise bis ich dann aufmerksam wurde. Und jetzt, For Honor hat jetzt auch, glaube ich, 2 Jahre gebraucht, bis ich jetzt sage, Alter, das Spiel sieht echt gut aus. Ja, die Frage ist halt, ob es viele noch abholt. Bei Rainbow Six hat es super funktioniert. Mhm. Das hat inzwischen auch eine gute Base und so, aber also Spielerbasis, aber For Honor. Immer, seit wir dem Observatorium. Immer wenn ich mir die Zahlen angucke, wie viele spielen, sind es nicht so viele. Da ist der Legion-Extraktor. Sieht aus, als wäre das unser Ziel.
weiß nicht, ob das so clever ist, dass du dann, also ich finde es schön, dass die zwei Jahre danach immer noch was dafür machen, aber ob dann noch so viele Spieler darauf zurückkehren, ist halt die Frage, ne? Hunger. Ich guck mir mal die Demo an. Oh, ich will den haben. Warum haben wir nicht Airwing genommen? Kann man eigentlich hier die GoPro abgreifen? Dann würde ich mal die ein bisschen dichter zeigen vielleicht. GoPro, GoPro. Oh, es geht tatsächlich. Schau mal. Oh, sieht man nichts Gegenlicht. Aber wenn ich das ins Gegenlicht halte, immer noch. Ja, damit man so ein bisschen zumindest ein Gefühl dafür hat. Alter, dieser... Also ist voll schwer. Dieser Levi Mac oder Levi... Oder und Levi McCray. Das hast du, dann hast du noch so Waffen. Bullshit-Charakter. Und ich meine, diese Dinger für 12 Euro zwei Stück, das ist schon ganz schön viel. Das ist echt Tubuku, Mann. Weil das ist wirklich nur ein kleines Plastikstück, mehr oder weniger. Vor meiner Zeit waren sie leicht zu bergen. Ja. Aber seit der Wiedererweckung verteidigen NFC. Sie sich äußerst effizient. Aber ja, okay. Wenn man so verzweifelt, kompetent. Naja. Wo kann ich mein Raumschiff eigentlich wechseln? Sternkarte? Ist, wenn ich den Kern habe, können wir weiter. Das Problem ist, wir labern auch die ganze Zeit, ne? Ja, das ist richtig, aber wie wir in den ersten 10 Minuten gemerkt haben, so tiefgründig ist die Story jetzt nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man... so wichtig sind die Charaktere auch nicht. Genau. Ist auf Star Fox. Sternkarte. Ach, einfach zum Ausrufezeichen, das funktioniert immer. Ist das ein Ausrufezeichen? Nein, das ist ein Schwert. Einfach ja, zum Schwert. Immer dem Schwert entlang. Aber es ist jetzt auch merkwürdig, ey. Ich gleite so ein bisschen... So hover so ein bisschen über dem Boden. Ich fliege ja nicht wirklich. So. Ja, aber das ist doch nicht schlimm. Ja, aber ich will so... hochfliegen. Ein heftiger Sturm zieht auf. Ah ja, der Extraktor müsste da drin sein. Aber klar. Aber klar. Krass, die neuen fragt, ich frag mich echt, wer die Zielgruppe von so einer Abzocke sein soll. Versetz dich mal in die Lage eines 10-Jährigen, der findet es geil. Die Frage ist, ob die Eltern dann so bereit sind, so viel Kohle dafür auszugeben. Ja, also ich dachte jetzt auch, das ist so ein perfektes Spiel für unsere älteren Mitarbeiter, die jetzt Kinder haben, die jetzt 5-6 Jahre alt sind. Ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, hier der Kleine von Olli, ich glaube, darauf würde er voll abfahren, der noch ein Mario Party abgezogen hat, was total lächerlich ist. Aber weißt du, was geil ist? Bei dem Raumschiff scheint da hinten noch Licht zu sein oder so. Was? Naja, warum machen... Oder meinst du, das ist... nur so? Nee, wo soll denn Strom betrieben werden? Stimmt, das hat keine Batterie oder nix. Nee. Schade. Obwohl, du steckst das ja an den Controller und dann wird er hier mit dem USB-C betrieben. Dann ist ja ein bisschen Strom über USB. Könnte ja sein. Das werden wir heute nicht herausfinden. Das werden wir heute nicht herausfinden, weil wir die Xbox... Alter. Aber wenn ihr Bock habt, dann können wir natürlich nochmal spielen und dann kümmern wir uns auch um dieses Teil. Ja. Weil das ist natürlich auch ein großes Element. Wahrscheinlich werden auch einige in den Kommentaren oder jetzt im Chat so meckern, ja, guckt euch Starfox Starlink an. Siehst du, da haben wir es wieder mit Starlink an, ohne halt das eigentliche Feature irgendwie zu beleuchten. Genau. Vielleicht sollten wir das nochmal nachliefern. Aber jetzt spielen wir das Kernspiel ohne. Kannst du mal vielleicht im Internet gucken, ob es überhaupt das Spiel ohne Spielzeug gibt? Weil das würde mich natürlich auch interessieren. Ja. Weil vielleicht wollen einige einfach nur ein bisschen Weltraum-Action haben. Genau, wir gucken uns halt an. Dem Kind vorenthalten, dass es noch Spielzeug dazu gibt. Ja, oder man hasst Spielzeug. Oder man hasst Spielzeug und ist voll, das ist völlig Chance, digital. Und unbedingt den Lasern ausweichen. Hier wurde schon gemeckert. Hier. Was, Hangy ohne Chat? Was geht ab? Geh noch auf den Chat. Das ist ein Gerücht. Das ist ein Gerücht. Ihr seid da. Bedrohung. Einfach rüberspringen, wenn es geht. Einfach rüberspringen. Alter. Ah. Lixan sagt, im E-Shop gibt es das Spiel. Im E-Shop? Ja. Aber du wolltest wissen, ob es das auch haptisch gibt, ne? Ja. Weil ich kann mir vorstellen, wenn das Spielzeug 30 Euro kostet, die Knoten werden reaktiviert. Das Spiel bestimmt bis 16 Euro. Wenn die deaktiviert sind, kann man dem Extraktor Schaden zufügen. Das ist die für mich so, ja so noch ein... Das soll nicht böse klingen, aber so ein 40, 50 Euro Titel? Das ist schon ein AAA-Spiel von denen. Von Ubisoft. Ja, da waren auf jeden Fall schon genug Entwickler dran. Aber wahrscheinlich steckt da auch echt viel noch mit drin. Also wenn wir uns überlegen, wir sind jetzt auf einem Planeten, wenn alle Planeten so aufgebaut sind. Wie viel gibt es denn? Ja, ich gehe mal davon aus, dass man mehr als auf einem muss. Okay. Also sonst wäre es schon enttäuschend. Ja, stimmt. Zwecks Abwechslung und so, aber dann ist es ja schon ein gewisser Aufwand. Du kannst halt um den ganzen Planeten irgendwie dann fliegen anscheinend. Vergessen, über die Laser zu springen. Ja. Ups. Nee, haptisch gibt es nicht einzeln. Man muss es dann, wenn schon, im Shop.
digital sich holen. Interessant. Aber ist ja auch, wenn das Spiel halt darauf ausgelegt ist, dann ist es ja auch verständlich. Ja. Aber ja, die haptische Version für 60 Euro gibt es dann halt nicht. Oder für weiß ich wie viel. Im eShop kostet es aber bestimmt 60. Oha! Ja, herstellen. Vielleicht offline. Doch, Ignoranz, ich hab Bock auf den Shell. Aber wenn da keine Fragen kommen oder so, dann können wir nicht drauf reingehen. 7 Planeten, sagt Hogan. Es gibt 7 Planeten. Den Extraktorknoten ist nicht zu spaßen. Unbedingt alle Angriffen ausweichen. Ach, ja. Komm, ich geh mal von aus, da kommt noch mehr, weil die werden jetzt noch nicht nur diese paar Figuren raushauen und ein paar Raumschiffe, sondern das wird wahrscheinlich in Zukunft was kommen. Ja, safe. Wenn das Spiel erfolgreich ist. Auf jeden Fall kommen noch DLCs und so. Ja, wie gesagt, wenn es erfolgreich ist. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt verkaufen wird. Ja, wie gesagt, For Honor hat sich anfangs auch nicht so geil verkauft, trotzdem liefern die es nach. Also Ubisoft fährt da, glaube ich, eine andere Strategie als, okay, wir stampfen jetzt das Projekt dahin oder so wie bei Mass Effect Andromeda, EA, die auch eigentlich ein DLC geplant hatten, dann war das Spiel so schlecht und hat sich so... Ich glaube, die haben nicht nur ein DLC geplant, ich glaube, die haben eine Trilogie geplant. Und das kommt auch nochmal dazu, genau, die haben noch mehr geplant da drumherum. Aber vor allem dieser DLC war halt schon in Arbeit, ne? Und dann ist es halt, es sind halt unfassbar viele Stunden an gemachter Arbeit, die nie veröffentlicht werden. Also die einfach umsonst waren, mehr oder weniger. Ja, vielleicht auch ein Liedchen kommt sehen. Hey, ich hab auch beim Spielentwickler gearbeitet. Stimmt, hast du nicht auch einige Titel gesehen, die gar nicht veröffentlicht wurden? Hä? Hast du nicht auch einige Titel gesehen, die gar nicht veröffentlicht wurden? Nee, habe ich nicht. Achso, weil das kommt ja bei Testern häufiger vor, dass die irgendwas testen während der Entwicklung und dann kommt dieses Spiel eigentlich gar nicht raus. Nee, frag mal die Scalebound-Leute. Ja, ein Arbeitskollege von mir hat bei einem anderen deutschen Entwickler gearbeitet, der ein Spiel mit U4-Engine entwickelt hat und das Spiel wurde während der Entwicklung eingestellt. Oh je. Ja. Dieser deutsche Entwickler ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, grafisch große Spiele zu machen, sondern eher Browser und also es war kein, Games. Es war nicht Crytek. Ich werde jetzt keine Namen sagen, aber ja, Crytek war es nicht. Ich weiß es ja. Das ist ein ganz schön eintöniger Bosskampf, oder? Ja, ein bisschen. Und weißt du, was ich derbe hasse? Oh, purer Hass. Diese ganzen Zahlen da, was soll das? Einige fahren drauf und ab. Ich raff das nicht. Mich hat es auch bei dem Borderlands, Gameplay zu Anthem. Ja, okay, bei Borderlands ist es aber irgendwie mit dieser Grafik und so einheitlich. Also da, irgendwie passt es da so rein in diesen ganzen Comic-Stil. Aber bei Anthem zum Beispiel war es richtig nervig. Jetzt den Kern nehmen und von dort verschwinden. Das kommt ja auch noch, ne? Der Kern ist im Zentrum des Extraktors. Naja, wer weiß. Packen und nach hinten ziehen. Aber nicht zu fest. Ja. Nee, das ist, also EA, das ist ja das einzige große Zugpferd, was wir noch haben. Also neben FIFA. Naja, ich meine... Und das Battlefield. Ist, und Star Wars. Das einzige Neue, wo man mal sagen kann, okay, macht nicht jedes Jahr einen Shooter. Macht mir einen Command & Conquer. Ja, das wäre geil. Jetzt. Ziehen. Oh. Intergalaktisch. Intergalaktisch! Mit diesen Fähigkeiten kann man reich werden. Wie er vom Gym. Intergalaktik. Wenn wir das nur könnten. Intergalaktik. Obwohl es hier jede Menge Elektron gibt, weiß leider niemand, wie man es raffinieren kann. Also steckt das einzige Nova im Inneren dieser Maschinen. Und, naja, nicht alle sind so tapfer. Oh, Starlink kostet im eShop Standardversion 80 und Deluxe 100? Zwischen. Nein, ich check das gerade. Standardversion kann er nicht. Weil ich auf den Chat geachtet habe, kam ich nicht voran. Der Captain kann Nova herstellen? Intergalaktisch. Das ist ja mal was. Ein solches Wissen könnte das gesamte System erschüttern. Bounce, bounce, und wie war das noch? Wird vermisst? Deshalb sind wir hier. What the fuck? Verstehe. Das kostet wirklich 80 Euro. Ey, sorry, Dude, du hast es richtig gesagt. Die verarschen uns nicht nur. Die verarschen uns nicht nur. Ey, sorry. Unser Fehler. Wir haben dir nicht vertraut. Hä, aber das ergibt ja jetzt mal gar keinen Sinn. Warte, du kriegst... Okay, kurzes Recap. Du kriegst das Spiel mit Flugzeug, mit Gestell für dein Gamepad, mit zwei Piloten und zwei Waffen für 90 Euro. Ne, 80 Euro auch, glaube ich. 80, ja. 80. Der ganze Kram. Und du kriegst 80. Das Spiel digital, ja. Und du kriegst das Spiel komplett digital. Auch nochmal für 80. Weißt du, was lustig ist? Die digitale Version ist sogar 4 Cent teurer. 4 Cent. 4 fucking Cent teurer. Nintendo, Freunde. What you doing?
Aber ich habe ja irgendwo eine Erklärung gehört, warum digital nicht großartig günstiger ist. Außer wenn man mal im PC-Bereich wohnt oder so. Nichts gegen das auf Cornelia. Okay, auch das könnte bei No Man's Sky drin sein. Probiere sie an diesem Tier aus. Vielleicht kriegen wir einen Treffer in der Datenbank. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Ich wollte mal gucken. Aber vielleicht hat man ja irgendwelche coolen Inhalte oder so bei der digitalen Fassung. Ist es irgendwie die Complete Edition? Ist es so die Premium Edition? Oh, das kann natürlich auch. Ach ja, ich hab tatsächlich die Premium Edition hier drauf installiert, ne? Ja. Das ist ja die Complete Edition. Kann es sein, dass ich vielleicht alle Schiffe schon habe? Ah, deshalb wir Freunde, das alles spielen können. Da haben wir es. Und deswegen hat sich Ubisoft auch gedacht, die brauchen ja gar nicht diese Spielzeuge darauf setzen, weil. Wir haben ja schon alles. Wir haben ja alles. Okay. Rätsel gelöst. Aber kostet die 80 Euro oder kostet die 1250 Euro? Wie heißt die Edition? Weißt du was? Die Complete Edition oder so? Die Edition. Triebwerke deaktiviert. Das kann halt sein, dass du eine Version bekommen hast, die gar nicht auf dem Markt ist. Also. Die Super Secret. Naja, ich hab alles Edition. Bei anderen Spielen auch, also wir haben nachher zum Beispiel. Ich spiele nachher noch mit Andreas WWE 2K19 und da haben wir auch eine Version bekommen, wo man sofort die ganzen versteckten Charaktere freischalten kann okay. Und so. Ist das auch so unboxenlastig? Habe ich bisher noch nicht gesehen, ne. Okay. NBA, ja, ja. WWE. Aber das seht ihr nachher, wenn ihr Bock habt auf Wrestling. Ach, schaut morgen rein zum Auch mit uns beiden Partners. Wir haben immer noch keinen Hashtag, richtig? Da gibt's auch keine Mühe. Freunde, denkt dran, wir brauchen noch einen Hashtag. Aber ein paar gute Ideen gab's ja am Anfang. Hervorragend. Salty Boys. Die Nova-Extraktion sollte nur eine so, Moment Rangers. Ich muss einen Ersatz für mich finden. Nämlich immer Superman aus Dr. Na ja, da ist ja noch der Captain, der gefunden werden muss. Noch dazu ein Captain, der Nova herstellen kann. Die Crew könnte einen lokalen Experten brauchen. Und im Kampf bin ich auch nicht übel. Das ist nicht meine Crew, dazu kann ich nichts sagen. Vielleicht können Sie es sich vorstellen. Keine Ahnung. Dann ist jetzt wohl ein Sabbatjahr angesagt. Wir sehen uns dort. Ich muss nur den vermaledeiten Assistenten finden. Vermaledeit, Alter. Das ist, ich dachte, das Wort ist schon ausgestorben. Kein Schiff reparieren, was ich. Virtual. Okay, ich wechsle mal die Waffen. Okay. Das ist wahrscheinlich wirklich die Edition, wo ich alles habe. Ich glaube, das ist die Deluxe Edition vermutlich. Guck mal, kannst du die Flügel hier sogar abnehmen? Nee, anscheinend nicht. Sieht halt so aus, als könnte ich hier. Ha! Doch! Guck! Oh! Siehst du? Ach krass, man kann es ja wirklich richtig heftig auseinander. Kann man richtig zerlegen und dann. Guck mal, jetzt ist ja hier noch. Dann kann man verschiedene Flügel ranmachen. Nein? Nein? Ja doch, man muss doch das reindrücken. Nee. Ja, ich hab das vorhin reingedrückt. Achso, da ist der Pilot drin. Genau. Ah ja, klar. Okay. Das kannst du noch ausbauen. Okay, warte, wo ist denn der andere Flieger? Ha, hier, warte, da ist er noch. Die haben wir noch nicht ausgepackt. Hier, mach mal. Ach. Ich wollte noch gucken, wie teuer die Deluxe Edition ist. So ein Monster, so ein Frankensteins Monster haben wir hier. Okay, gucken wir doch mal. Also, Standard Edition nochmal. Kostet digital 80 Euro. Wow, eine Shotgun. Mit den Spielzeugen haptisch auch 80 Euro und die Deluxe Edition kostet 100. Die Deluxe Edition kostet 100. Und was ist da alles drin? Das Spiel natürlich. Ja, okay. 5 Raumschiffe. Okay, das sind wahrscheinlich alle. Du hast nämlich 4 in der Standard Edition. Und dann kommt in der Deluxe Edition nochmal ein Nadir dazu, also ein 5. Raumschiff. Du hast 3 Piloten mehr. 3 Waffen mehr. Ja, das war's. Okay. Und dafür 100 Euro. 20 Euro mehr als Standard. Ja, muss man halt wissen, ne, was einem dazu reicht. Ich meine, die Leute geben auch irgendwie fucking Kohle aus für FIFA. Und das ist absolut Cancer. Also das, da fängt. Also hier hast du was Haptisches. Ja, das ist, genau. Und du weißt halt, was du hast. Im Gegensatz zu den Packs, zu den FIFA Ultimate Team Packs. Weil damit fängt ja alles an, die ganzen Probleme. Hey, deswegen. Leute. Machen das alle so, weil FIFA damit so scheiße erfolgreich ist. Ich bin fast da. Gut, sobald wir das Nova geladen haben, sollten wir startbereit sein. Die spielen den Bums auch noch. Aber nicht Ultimate Team.
Ja, es sei denn, vermeidet Ultimate Team. Aber hier geht's um Starlink. Und das ist haptisch. Was? Ich hoffe, er ist es nicht. Oh nein. Oh nein. Wie ist denn nochmal hier? Der Charakter von den Tieren. Aus Pen and Paper Dysnomia. Chad Banner, oder? Chad Banner hieß er. Die hab ich nicht gesehen. Swayze. Swayze. Aber den Begriff gibt's ja wirklich, Swayze, ne? Ich bin hier. Wie übertrage ich den Treibstoff? Ja, den Patrick Swayze machen. Ja. Einfach verschwinden. Vom Bildschirm aus sollte sich die Reparatursequenz starten lassen. Okay. Der ist auch ganz cool. Ich das nochmal in der GoPro zeigen vielleicht? Geh einfach näher ran. Ja, da ist es ja verdingst. Ah, hier auch. Jetzt sieht man's. Das ist ein ganz nettes Design. Wenn wir noch mehr tolle Sachen finden, können wir die Equinox vielleicht weiter verbessern. Bis dahin mal sehen, ob das klappt. Weißt du überhaupt, was du da gerade machst? Ich mach einfach nur was. Okay. Und irgendwie geht's voran. Also wirklich ein Spiel für Kinder, man muss nichts verstehen können. Wir haben unseren Kern durch die Hülle geordnet. Tja, mit so wenig Nova locken wir niemanden an. Ich will nicht, während da Dialog ist, rum. Doch, wenn Masons Berechnungen stimmen, müsste es reichen, um wieder starten zu können. Ja, oder genug, um in die Luft zu fliegen. Na los, Chase! Diese Ringe nicht mehr sehen in Cypher Games. Das würde noch. Das wäre noch so ein Punkt, den Trant hätte aufgreifen können. In seinem. Ja, so Lolli. Oh, nicht so schnell. Ich habe darüber nachgedacht, was Mason vorhin gesagt hat. Wir sollten zusammenarbeiten. Lolli Pause. Irgendwas sagt mir, dass wir mehr Mitkämpfer brauchen. Jetzt war schlecht, kommst du sofort an und Lolli oder irgendwas. Fantastisch. Ein richtig guter Freund. Ja. Besprechen wir das auf der Equinox. Lollipop Boys! Oh, Brian! Oh, Hashtag Lollipop Boys! Okay, ich sehe schon, wie alle Lollipop falsch schreiben. Einmal mit einem L, einmal mit zwei L. Einmal mit U. Einmal mit zwei P. Lollipop. Wow! Das gibt's doch sicher schon als Pub-Namen, oder? So eine Bar namens Lollipop. 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 Oh, Lolli, Lollipop. Bestimmt. Den Lollipop. Lali, 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 Papp, ich spiel's noch. Ey, eine Frage, ne? Das ist auch nochmal so ein Punkt. Warum? Wer macht diese Verpackung? Wer macht diese Verpackung? Wer kam auf die Idee? Ich meine, das ist ja hauptsächlich für Kinder. Und jedes Kind sitzt da mindestens 5 Minuten dran. Wer kam auf die Idee, das so zu machen? Oder soll das extra schwer sein, damit die Eltern entscheiden können, wann das Kind Zucker zu sich nimmt? Mein Kind wird keine Lollis bekommen, weil ich die Dinger nicht öffnen kann. Ich bin mir sicher, bei mir ist genauso. Ich bin mir sicher, dass da irgendwas hintersteckt. Irgendeine Story. Ich soll in den Weltraum. Lollipop Boys. Dann nur Pop Boys. Pop, das ist auch okay. Pop Boys. Also mit, ein, Pop mit, Boy, mit der einem. Seemann. Mit einem P bitte. Liebe Freunde. Wie fliege ich jetzt? Fliegen. Ja, da ist es. Ich krieg die Scheiße echt nicht auf, ne? Zu blöd zum. Oh, da hinten ist eine Schere. Oh, das war einfach nur ein Prolog! Oh mein Gott, das Spiel beginnt! Oh mein Gott, das Spiel ist wie ein James Bond-Film! Jetzt geht's richtig ab, Alter! Jetzt geht's los! Im fucking Universum! Nicht schlecht! Okay, das war recht kurz. Aber kurz war Euphorie da! Ja, kurz war Euphorie da! Okay, das. Das war jetzt aber okay. Nitro! Aber warte mal, hat das auch so eine. Also das ist ja wirklich wie No Man's Sky, nur halt viel kleiner, logischerweise. So habe ich das jetzt nicht erwartet. Dachte, du fliegst dann tatsächlich von Planet zu Planet und so. Ja. Dann kannst du dann schon doch ein bisschen mehr machen. Okay. Zeit zum Lollipop öffnen. Ich habe so lange darauf gewartet. Vor vielen Jahren sah ich diesen Moment voraus. Die Hüter zeigten es mir und jetzt kommt das Geschenk. Die Zeit ist reif, Nova zu ernten. Was?
Hütergötter vor langer Zeit verschwanden, nahmen sie das Nova-Geheimnis mit sich. Amen. Sie werden nun meine Nichten füttern. Hören Sie, Sie wollen Nova. Kein Problem, aber zuerst muss ich zurück zu meiner Crew. Ihre Crew ist verloren. Sie zeigen mir, wie man Nova macht. Und sie werden vor ihren Hütern knien. Danke, Judge. Alles gut aus. Wow, diese Starlink-Technologie ist erstaunlich. Damit sind wir gegen Wolf im Vorteil. Das ist das Mindeste. Viel Glück. Rock'n'Roll, Leute. Bis später. Ich habe Kontakte. Die wissen vielleicht, wo Saint Grand ist. Reden wir zuerst mit denen. Ich glaube nur, was ich sehe. Die Legion hat eine Hierarchie und von irgendwo bekommen sie Befehle. Knacken wir noch ein paar von denen, dann werden wir sehen. Nicht sehr diplomatisch, doch es könnte klappen. Worauf warten wir? Fliegen wir los. Oh. Levi, komm schon. Levi. Toll fürs Knispern, liebe Leute. Hätte sich muten können, Mann. Moment, ich hab da noch etwas. Ich wusste nicht, dass man das so krass hört. Man hört alles. Oh, Werbung. Wir hätten gleich eine Werbung. Das ohne Scheiß, Leute, das tut uns ein bisschen leid. Ey. Wir wussten nicht, dass wir gleich Werbung machen können. Aber vielleicht schaffen wir es, den aufzulutschen, bis die Werbung vorbei ist. Dann müssen wir nicht schmatzen, während wir auf Sendung sind. Weil das lieben die Leute besonders, glaube ich. Ja, dann fangen wir an zu lutschen. Bis gleich. Hallihallo, da sind wir wieder zurück im Hängi und wir haben immer noch nicht aufgelutscht. Ja. Und ich schmecke noch nicht so geil, ich muss... Ja. Okay. Erst schenke ich dir das Ding und dann sagst du, oh geil, okay. Ich schenke mir mal Süßes, wenn es mir schlecht geht. Dann lutsche ich das ja doch auf. Mann. Und was wir jetzt versuchen werden... What the fuck, wo holt der Typ das her? Mega geil. Ich bin wie Doremon. Darf ich? Ich habe jetzt so wenig... Nee, du hast dich beschwert. Ich gehe, mach den Scheiß allein. Ja, mach ich. Nee, ich muss ja hier bleiben, denn hiernach geht's noch. Nein, wir machen es noch besser. Hiernach geht's noch Wrestling-Action, aber erstmal. Nee. Aber erstmal, doch. Damit meinte ich nicht, wir machen es noch besser. Wir machen es noch besser, indem wir jetzt zu zweit spielen. Ja, genau, das wollte ich sagen. Bevor wir nachher noch andere Spiele spielen, werden wir jetzt im Koop spielen, Starlink. Mhm. Wenn es dann geht. Da steht zum Koop-Beitritt A oder Plus drin. Los, reden wir mit ihm. Halt. Ich meinte, das klingt verrückt. Sind alle Menschen so doof? Ich habe die Entführer... Wehe, die Banane knistert. Ach nö, man braucht einen Aufsatz. Hä? Wieso geht das nicht? Doch, na doch, geht ohne. Ja. Okay. Anscheinend. Wen spielt denn hier random? Guck mal, der ist ganz geil, ne? Den haben wir auch als Figur. Na gut, wenn du dich mit so einer blauen Masse identifizieren kannst. Ich kann mich ja mit dem Fuchs identifizieren. Okay, mach das. Oder wir lassen... Nee, ach, nimm einfach irgendjemanden. Nimm, ich weiß, da wollte ich mal mit dem Chat arbeiten. Nimm einen blauen Klumpen, ich finde ihn eigentlich auch ganz cool. Okay. Und ja, auch er bekommt ein Einführungsvideo. Naja, so nicht so cool wie Star Fox. Judge, I'm the law! Nimm Starwing, nimm Airwing. Wenn dann schon sein Ding, ja. Naja. Okay. Ja, ganz random mal hier ihn und wir haben ja nicht so viel Zeit. Und ihn. Ja. Nichts gesehen. Da.
Splitscreen. Oh geil, endlich wieder Splitscreen. Wenn dieser Typ eine Theorie das ist, hat, sollten wir sie uns ja, anhören. Cool. Ich liebe Splitscreen. Mehr Bitch. Können wir uns abschießen? Meinst du? Aber Vorsicht, er ist leicht reizbar. Sicher, dass das nicht nur so ist, wenn er mit dir redet? Oh, also entdecke ich da etwa einen Sinn für Humor? Gut. Können wir ineinander fliegen? Eine Sache noch, der Hyperantrieb ist wieder online. Aber fliegt nicht in Asteroiden. Die Anzahl unserer Ersatzteile ist begrenzt. Ach geil, Hyperantrieb haben wir jetzt auch. Danke, Razor. Wo ist die Barrel? Beam. Alter, das war doch irgendwann die Star Fox Musik! Geil. Warnung. Starlink-Teller ist fast abgerissen. Wo sind wir denn? Was passiert? Auf maximaler Stärke. Wo bist du überhaupt? Okay, jetzt werden wir auf einmal angegriffen. Von Outlaws. Space Outlaws. Also ich bin übrigens auf der rechten Seite, du links. Ich bin auf der linken Seite und irgendwie explodiert gerade alles. Ich weiß nicht, was los ist. Aber schön, dass Splitscreen dabei ist, ey. Ohne Scheiß. Ey, fucker. Ohne Scheiß. Koop macht jeden Scheiß besser. Ja, es ist einfach so. Und Splitscreen ist ja gefühlt immer mehr am Aussterben. Natürlich hast du Way Out und sowas, aber... So Couch-Koop, ey, gibt's immer weniger. Selbst bei Rennspielen. Spiele, ja. Ja, da gibt's auch die Nintendo-Dinger, die dann sowas haben, ne? Ja. Aber so bei The Crew 2 oder so kannst du vergessen. Ja gut, ich hoffe tatsächlich, das nächste Halo wird dann wieder Couch-Koop haben. Das wird ja eh spannend, was die da machen werden. Ob die noch Battle Royale machen werden? Ob der Zug nicht schon längst ausgefahren ist? Ja, ausgefahren. Abgefahren. Ja, erstmal ist es Open World anscheinend. Kann es aber ruhig sein. Wie kann man denn jetzt hier schneller fliegen? Also so richtig schnell. Ist fast abgerissen. Das folgt mir jetzt. Auf maximaler Stärke. Haven. Hyperantrieb, wie macht man den? R. Ach so, und auch. Also ich komme dem anscheinend mal näher. Er folgt ja einfach automatisch. Ist natürlich auch. Ah, jetzt? Okay. Also hier schreibt Nesis 90 natürlich auch, was ganz merkwürdig ist. Warum hab nur ich eine Minimap? Weil das noch mehr Platz wegnehmen würde. Asteroidenfelder? Oh, dieser Lolli, ne? Ich lutsch den gerade nicht mehr, also für mich macht. Ja, aber zu mir sagen, ich soll es auch lutschen, oder ja, was? Ja, weil ich dir den geschenkt habe und ich habe mir den einfach geholt irgendwo. Geklaut. Nein, das sind Restbestandteile vom Beamsjam. Ach, der Bienenstern war schön. Sorry, Mann. Die jagen jemanden. Sage, sprechen wir mit diesem Piloten. Ach, ich hätte nicht die Schrotflinte nehmen sollen. Wie Schrotflinte an einem Flugzeug. Okay. Kann ich jetzt noch ein? Oh, Mann, ey. Was tust du? Ja, falsche Taste gedrückt. Ich hab den Pro-Controller nicht zu Hause, deswegen ist es... Wie sehr ungewohnt, Ausstattung. Aber man sieht auch, man kann einfach mit den beiden Dingern spielen. In Joy-Cons. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Also ich habe jetzt genauso gut fliegen können, wie eigentlich mit dem Controller. So. Hybridwesen. Sonst schlage ich zu. So kann man sich... Die Schrotflinte wollte ich. Hallo. 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 Okay. Ach, was weißt du schon, Stutir? Vielleicht locke ich so Legions in meine Falle. Aber da ihr schon mal hier seid, dürft ihr gern ein wenig auf sie schießen. Ganz sicher. Ich bin noch gar nicht da. Warte, ich helfe dir gleich. Ja, ja, ja. Lass dir Zeit, ich sterbe kurz. Starlink-Kamera auf maximaler Stärke. Steuerung, also für mich eine... Ich finde, es ist sehr... Oh. Hast du Freelancer gespielt? Nee. Okay, das ist sehr ein Freelancer. Wie das alte Freelancer, ja. Oder was? Von der Steuerung her, was ja nicht schlecht ist. Ja. Ja, wie gesagt, man darf da nicht so ein Battlefront 2 erwarten oder so. Und genauso was auch, also weil hier einige meckern wegen Story oder so. Also, du darfst natürlich auch keinen tiefgründigen Kram wie Mass Effect oder so erwarten. Was ich zumindest gelesen hatte, war, dass es tatsächlich eine exklusive Star Fox-Kampagne geben wird, die ganz kurz sein soll. Aha.
Das finde ich natürlich sehr spannend, aber... Aber als DLC, oder? Ich glaube nur, wenn man das Raumschiff hat, ne? Das Blut in Wallung wie eine oder schöne Nintendo-Verschlacht. Also quasi schon. Ja. Schiffes. Unsere Schiffe sind gleich groß. Vielleicht nochmal genau hinschauen? Ha, auch noch streitsüchtig. Gefällt mir. Bis bald mal, hoffentlich. Der Typ macht nur Ärger. Glück gehabt. Die erste Outlaw-Regel lautet ja, erst schießen, nie reden. Wir können auf jeden Fall nicht... Das ist Atlas, Mann. Wir dürfen auf jeden Fall nicht zu weit auseinander. Das geht sehr schnell, ja. Ich merke. Und wenn es etwas abzugreifen gibt, kämpft man darum. Wie hast du die Barrel gemacht? Warum waren die Drakes wohl hinter mir her? Das stimmt. Wir von der Expedition bleiben nicht ohne Grund in den Planeten. Ich glaube, A und in eine Richtung. Okay. Selbst die Prospekte sehen den Weltraum nur noch selten. Sieht schick aus. Der Planet, ne? Selbst die Nerds haben es langsam raus. So leben wir eben. Unbekannt. Sonst ist es vorbei mit uns. Schau mal hier, voll das schöne Vieh. Ich habe Hilfen erreicht, Leute. Wo muss ich hin? Wir suchen eine alte Raffinerie. Augen auf. Die müsste bei einem Fluss sein. Ey, mich würde ja interessieren, da muss ich mich noch mit auseinandersetzen, ist das alles teilweise random generiert? Also auch wie bei No Man's Sky, oder? Kennt ihr euch eigentlich schon lange? Es ist alles entwickelt worden, von Hand. Aber ich kann mir das mit dieser Freundschaft bei euch irgendwie schwer vorstellen. Das hat ja nicht damit geworben, ne? Stimmt, dann hätten sie damit geworben, stimmt. Schwerpunkt sind ja wirklich Flugzeuge und Star Fox tatsächlich. Aber es gibt Spiele wie Mass Effect Andromeda, die auch nicht damit geworben haben, aber so teilweise generiert wurden. Weißt du, wo die Welten teilweise von Hand entwickelt werden und teilweise random generiert? Das war bei Andromeda auch so. Eines Tages hat er einfach seine Sachen gepackt und sein eigenes Ding gemacht. Ey, das ist sowas von mir. Als ich anfing, Starling zu entwickeln, versuchte ich, Gelder aufzutreiben. Alle dachten, ich wäre verrückt. Naja, noch ist das nicht geklärt. Ich kann mir vorstellen, dass die hierzu auch irgendwie so eine Netflix-Serie oder so raushauen. Warnung. Wenn es erfolgreich ist. Bist du eigentlich? Ich folge da dem... Starling-Tunnel auf maximaler Stärke. Da, jetzt bin ich wieder hinter dir. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend, dass du irgendwie nur ein paar hunderte Meter auseinander sein darfst. Ich fress so ein bisschen. What? Hä? Wie hab ich das gemacht? Starlink-Tether wird schwächer. Mach ich das auch. Du hast dich voll beschwert, dass man nur über den Boden gehen kann. Das stimmt. Das kam erst später. Geil. Man fliegt zumindest nicht so langsam wie in Ant-Film. Also. Ich habe so das Gefühl, man fliegt sehr, sehr langsam in Apple. Ja, du bist halt auch ein Mega-Mac, ne? Also du hast halt auch... Du bist halt ziemlich robust. Hast du mal Iron Man gesehen? Ja, okay. Okay. Sieht aus wie eine Raffinerie. Erst schießen, dann nicht fragen, wie war das? Ja, so eine Art. Stop. Jetzt? Das hier ist Scarecrow! Sofort weg hier, sonst kann das Böse enden. Ganz ruhig. Ich will nur reden. Shade schickt mich. Shade? Die Knallbirne hat mir doch eh nie zugehört. Das überrascht mich nicht. Also, ich habe nur ein paar Fragen und dann bin ich wieder weg. Die Sache ist die, ich lasse mich nicht gern zum Narren halten. Wenn ich was tun soll, muss es sich für mich auch richtig lohnen. Meine Raffinerie durchkämmt das Gebiet nach Mineralien, aber ein paar Sorten fehlen noch immer. Wenn ich eine seltene bekomme, können wir vielleicht reden. Okay. Kein Problem. Mineralien. Alter, das ist fantastisch. Fetch Quest. Yay, guck mal, wie viel so Farben ausmachen, ne? Gut. Informationen ich finde, das besser. Sieht alles ganz schön aus. Aber die No Man's Sky-Vergleiche kann man nicht vermeiden. Das ist tatsächlich... Ja, es ist sehr... Also es ist... Es ist schon krass, No Man's Sky. Einen glänzenden Stein, ungefähr halb so groß wie ein Schiff. Bitte einfach ein Stück herausschlagen und herbringen. Starlink-Tunnel auf maximaler Stärke. Aber eigentlich ist es doch das, was viele sich von No Man's Sky gewünscht hatten, oder? Oh, das ist so ein Monster. Das ist so ein riesen Hirschkäfer.
und Sumo machen kann. So Hirschkäfer-Sumo. So nennt er sich gern, ja. Denkst du nicht auch, dass das das ist, was viele sich von No Man's Sky erhofft haben? Also zumindest, dass es halt eine Story gibt und man so von Quest zu Quest sich arbeitet, so wie hier. Ja, ich glaube schon. Und natürlich, was viele erhofft haben, war halt Handeln und so, was ja auch nicht so richtig drin war, nur mit NPCs natürlich bei No Man's Sky am Anfang. Das ist ja jetzt alles erst ein bisschen geiler geworden. Reihen abbauen steckt auch drin. Ja, aber alles vom Schiff aus. Ich glaube, das ist so No Man's Sky für Kids. Mhm. No Man's Kids. Sky Kids. No Kids Sky. No Kids. No Kids Bye. Oh, shit. Alter, der ist auf meinem Schiff drauf. Oh! Oh, diese Gravitationswelle. Man kommt da auch nicht weg. Da jetzt. Das ist auch ein sehr kreativer Name. Die Springer. Ob sie doch eine Achsel heißt? Okay, warte. Wo sind die Mineralien, die wir abbauen wollen? Diese Mineral. Go Kids Buy, auch nicht schlecht. Ja, Go Kids Buy ist gut. Das hätte die PR-Kampagne sein sollen. Hashtag Go Kids Buy. Ganz bestimmt Honest Game Trainers. Go Kids Buy. Ja, safe. Was ist das denn hier? Jetzt bin ich genau reingeflogen. So. Okay. Forschungseinheit La Prita. Komm, schieß ich einmal ab. Zack. Sieh das Ding überhaupt nach, so müsst ihr gleich zu mir. Ja, das machen die eher automatisch. Spieler 1 bin. Genau. And the Captain. Oh. Aber zumindest sind hier einige Tiere unterwegs. Das stimmt. Ja. Entscheiden. Und du! Objekt abliefern und Belohnung abliefern. Und es läuft erstaunlich flüssig auf der Switch. Ja, kann man auch sagen. Kann man sich nicht beschweren. Starlink-Datenbank aktualisiert. Das wird gehen. Machen wir es so. Diese Raffinerie stößt eimerweise Elektrom aus. Für diesen Gefallen gebe ich dann eben von Zeit zu Zeit etwas Elektrom ab. Okay, ich kämpfe hier, während du da den Typen anguckst. Es geht um einen Blick hinter die Kulissen, die Zahnräder unter unseren Füßen. Ich habe auch unsere gefiederten Feinde hinter den Scheißwaffen ausgewählt. So ungefähr. Ich helfe ein paar Freunden dabei, ihren Captain zu finden. Er wurde entführt. Wer auch immer die Legion kontrolliert, der muss das getan haben. Ich bezweifle es. Grex zeigt sein Gesicht nicht gern. So heißt er also. Was? Hat er etwa diese Drakes-Geschichte? Die Stimme von Fox. Drakes sind seine Augen und Ohren. Er selbst kommt nicht raus. Es sei denn, die finden etwas wirklich Hübsches. Jetzt hat bei Lara Loft kritisieren. Wegzuhaben. Wieso also nicht etwas? Mir fällt immer auf, dass sie da ist. Nachsehen. Vielleicht, weil ich ihre Stimme auch nicht kenne. Ja, wenn es überhaupt ist. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie dabei ist. Die Spector-Verbündeten haben eine Ladung Elektrum geliefert. Schießt du gerade auf mich? Spassi. Okay, ich sollte vielleicht mal meine Waffen wechseln hier. Okay. Das ist mir hier alles nix. So. Die. Und die. Aber mal ganz random. Meiner Chase. Oh! Ein Laserstrahl. Cool. Und noch ein Laserstrahl. Aber sind das die gleichen? Nein. Nova ist schwer zu beschaffen und sie müssen kämpfen, um es zu bekommen. Aber wenn sie einen Extraktorkern zur Raffinerie bringen, können wir alles Nova herausholen. Okay. Follow my lead. Nee, das ist ja Quatsch. Muss ich das jetzt auch nochmal extra machen? Guck mal, bei mir ist das Zeichen immer noch da. Ich spreche nochmal mit dem Typen. Vor kurzem ist hier ein Legion-Drake abgestürzt. Wenn man seinen Kern hackt, kriegt man eine Vorstellung davon. Ach, es ist tatsächlich immer das Gleiche. Ich nehme es mal an, wir gehen hin, wir müssen wahrscheinlich irgendwas bergen, wir gehen wieder zurück und schon hat es sich. Boah, es scheint wie das perfekte Spiel zu sein für nebenbei Podcast hören. Irgendwie schon, ja.
Ich glaube, das ist so ein perfektes Spiel, auch mit seinem Kind zu spielen. Ja. Also, wo du nicht tausend Sachen erklären musst. Ja. Also ganz simpel gehalten einfach. Guck mal, du Spieler 2, ne, musst nicht die ganzen Quests annehmen und so weiter, musst ja nicht mal wirklich mir folgen und wirst ja direkt immer hingeportet. Ja. Stimmt, wenn Spieler 1 einfach der Vater oder die Mutter ist, ja, dann hast du keine Probleme, dass das Kind irgendwie ständig nicht rafft, was es machen soll. Beide haben Spaß. Nur Vorteile. Nur Vorteile. Star Fox, Information gehen. Happy hier, bin im Anflug. Starlink Tower ist fast abgerissen. Starlink Tower auf maximaler Stärke. Ach man. Schade, dass es nur so 5 Sekunden läuft. Ja. Nicht so ein Teaser. Okay, also der Chat bestätigt, dass es Lara Loft ist, weil sie auch Videos dazu gemacht hat. Okay, natürlich. Ich nähere mich dem Ort. Die benötigte Information liegt im Innern. Da kommt man nur mit einem Hack rein. Mit einem Hack? Und nicht Hack. So weit entfernt. What the heck? Sonst bricht der Hack ab. Viel Glück. Datenentschlüsselung wird gestartet. Warnung, Legion-Verstärkung im Anmarsch. Achso, jetzt kommen Gegner. Verteidigen. Nein, ist die Klo. Von oben, von hinten, von allen Seiten. Batz, da ist er umgeflogen. Zack. Das sind ja auch alles, nicht Raumschiffe, die wir kämpfen, sondern auch Lebewesen, ne? Ja. Doch so, das für Kinder. Naja, solange die nicht humanoid sind, ja, kann man die schon töten. Zerschmettern. Beziehungsweise zerschmettern. Genau. Legion-Verstärkung ist eingetroffen. Bisher ab 6 freigegeben. Ab 6 ist okay. Es geht los, Leute! Falco hier! Ich bin schon dran! Boah, die Zahlen, das macht mich irre! Die Daten sind verstümmelt, aber der Ursprung des SOS-Notrufs ist eindeutig. Oh, wie geil das ist. Alles klar. Glaubt ihr, das ist dieser Grax-Typ? Nicht zu viel auf Elis Geschwätz geben. Er glaubt wohl, dass es wirklich Grax ist, der die Legion kontrolliert. Also der Grax. Alter, tut mir leid. Ich komm nicht mehr mit. Was ist dein Grax? Ups. Ich bin kaputt. Kreatur. Der Legende nach wurde er vor Jahrhunderten in einem vergessenen Grab geboren. Oder er lebt auf der Sonne und kommuniziert mit den uralten Hütern. Stell dir mal vor, da wäre permanent so ein Soundtrack wie bei irgendwie so Dragon Ball oder so. Also geil wäre das dann. Also dieser Sound von ihm, der ist ja auch ein bisschen so. Weißt du, so gute Laune Musik einfach. Wie schön wäre das? Weil jetzt hast du ja zum Beispiel gar nichts im Hintergrund. Oder halt zumindest. Streng sein. Oder atmosphärischen Soundtrack. So wie bei No Man's Sky halt. Atmosphärischen Soundtrack, aber. Ey, wenn du Dragon Ball sagst, dann denke ich immer gleich an die schlechten Dragon Ball Spiele oder generell Dragon Ball Spiele, die einfach nur scheiße haben. Starlink Tower wird schwächer. Nichts mit der Serie zu tun haben. Starlink Tower auf maximaler Stärke. Schalala. Was ist das? Das ist ein Endless Loop. Da drüben. Ah, das ist ein Hüterturm. Ein Relikt einer längst vergessenen Ära voller kostbarer Schätze. Für die, die es wagen, ihn zu stören. Wie auch immer, die sind seit Jahrhunderten nicht mehr aktiv, aber sie scheinen noch gut bewacht zu sein. Soll das heißen, die Armee der Legion wird von einem alten Turm kontrolliert? Da führt uns das Signal hin. Ey, ohne Scheiß, die Stimme ist, also von Star Fox, ist eigentlich voll geil. Also wenn du ein Hörbuch mit dieser Stimme hörst, kann es schon passen, aber, ja, aber nicht zu dem Charakter. Zu Star Fox. Warnung, Starlink Tower ist fast abgerissen. Ich werde darüber. Ich stecke fest. Ich sehe nichts, weil die Sonne zu sehr scheint. Hättest du doch etwas auf dem Kopf, das die Sonne ein bisschen. Starlink Tether wird schwächer. Du meinst eine Sonnenbrille, richtig? Ja, genau. Okay, das sieht gerade nicht so gut aus, wie ich hier spiele. Starlink Tether auf maximaler Stärke. Die Waffe hat keinerlei Effekt. Bist du schon wieder im Krieg oder was ist hier los? Vielleicht sollte ich noch mal eine andere Waffe ausprobieren. Eine andere mal Waffe? Mal sehen, was passiert. Na gut. Und ein bisschen mehr Bang Bang. Vielleicht die ich habe. Vielleicht eine Eiswaffe. Und. Oh Mann. Und.
hier. 15:30 übrigens. Gleich 15:30, das heißt. Wir sind gleich schon durch. Nein! Oh, da passiert was. Einerseits passiert. Okay, wir brauchen noch. Okay, wir machen das hier noch mal kurz. Okay. Andreas ist ja auch noch gar nicht da. Denn gleich gibt's Wrestling-Action mit Andreas und mir. Yay. WWE 2K19 und Fire Pro Wrestling World. Yay. Yay. Ich weiß, du kannst nicht mit Wrestling anfangen. Wundert mich eigentlich. Wenn ich jemanden beim Wrestling sehe, wird dann dich. Boah. Ich würde es ja machen, aber nicht zuschauen. Das ist wahrscheinlich der Punkt, ja. Hey, eröffnet sich. Faszinierend. Ich empfange ein schwaches Energie. Intergalaktisch! Ich finde, das ist ein guter Cliffhanger, meinst du nicht? Guter Cliffhanger. Okay. Cliffhanger. Liebe Freunde, das waren 1,5 Stunden mit Starlink bei TV Atlas. Wirt, was sagst du? Finde ich. Also, wir sind definitiv nicht die Zielgruppe. Unsere Zuschauer sind nicht die Zielgruppe. Aber Leute, die Kinder haben, so 6 aufwärts, ich glaube, das ist so das perfekte Spiel. Weil da hat man. Spaß, die haben Spaß, ist nicht zu schwierig. Nee, es ist echt einfach, man kann es schön im Die Spielzeuge sehen auch verdammt cool aus. Ich würde jetzt sagen, ja, vom Preis her finde ich ein bisschen, ich bin nicht gerade gemischt, weil die digitale Fassung kostet mehr als jetzt die physische Fassung. Das ist komisch, ne? So ganz durch. Ich finde, das Starter-Paket geht mega klar. 80 ja. Euro mit irgendwie 2 Raumschiffen und ein paar Charakteren. Ein Raumschiff, 2 Charaktere, 2 Charaktere und so rum. 2 Knarren oder so. Und 2 Knarren. Dann wiederum hast du aber für 13 Euro 2 Knarren, das finde ich ein bisschen doll. Ja, aber dafür kriegst du dann für 30 Euro dann ein ganzes vollwertiges Schiff. Oh. Ja, nett. Es ist wirklich nett. ob es jetzt das nächste Skylanders wird, bezweifle ich. Weil ich glaube, Toy to Life, wie gesagt, habe ich die ganze Zeit irgendwie gesagt, ist leider viel zu spät, ja. Ist der Zug schon abgefahren. Ich finde es mutig, dass sie es machen. Das ist ja tatsächlich, wie gesagt, ein bisschen No Man's Sky in, als Kinderversion ja. Mit diesen ganzen Spielzeugen halt. Genau, aber wir hatten auf jeden Fall jetzt 1,5 Stunden schon mal Spaß. Ja, das war nicht schlecht. Kann man sagen. Vielleicht, ey, wenn wir Bock haben, werden wir es nochmal irgendwann, wenn wir Bock und Zeit haben, hängen. Vielleicht spielen. Mit dem Aufsteckding da. Genau, wir kümmern uns darum, dass wir vielleicht dieses Aufsteckding noch kriegen, weil sonst funktioniert es ja nicht. Es ist ein bisschen schade, dass wir dieses Feature eben nicht beleuchtet haben. Gleich geht's weiter mit Wrestling Action, wie gesagt. WWE 2K19 und Fire Pro Wrestling World. Wenn du willst, kannst du natürlich auch kein bleiben. Wir sehen uns morgen dann bei Soul Calibur 6 dann hier. Das spielen wir morgen, weil genau. Da freue ich mich auch schon drauf. Also bleibt einfach dran, gleich geht's weiter mit Wrestling Action.